Hallo ihr Lieben, hier ist Maxi von der Altona Silber Werkstatt. Wir haben eine neue Lieferung von Bilka bekommen und ich zeige euch die mal. Ganz random. Hier liegt die Rasierseife, Sandelholz. Die liegt auch deshalb hier, damit ich mir die öfter mal rannehmen kann zum Riechen. Die ist, sagen wir mal so, sehr lecker. Und da sind wir vier Frauen hier, alle der gleichen Meinung. Also klassische Rasierseife, Sandelholz, unsere Empfehlung. ja, fangen wir an. Wir haben die neuen Wasabi von Bilka. Und dann schauen wir mal rein. So. Ganz neu bei uns sehe ich zum ersten Mal in Live Cocobolo. Schöner, griffiger Jimping. Ja. Interessante Klingenform. Schön. A konform, gefällt mir gut. Ja. Variante G10. Bisschen ölig an der Klinge. Ja. Auch schick. Carbon. Auch nochmal interessant, alle drei Modelle nebeneinander. Kann man machen. Gefällt mir sehr gut. So, welche Grip-Variante ist euer Favorit? Ich sage jetzt mal noch nichts. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, welches meins wäre. Schreibt es einfach in die Kommentare, würde mich interessieren. Es sind ja doch drei unterschiedliche, ganz unterschiedliche Typen. Genau. Auch was ich gerade sehe, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, dass die eine Ätzung wäre heller als die anderen, aber die sind alle schon gleich. Weiter geht's. Dann haben wir noch bekommen Steckfri für ein Rasiermesser. Das haben wir mehrfach verkauft. Immer weg vom Körper schneiden. Ja, ganz klassisch. Jawohl. Der Clou ist, dass hier hinten noch ein kleines Löchlein ist.
dass ihr quasi die Daumenrampe vom Rasiermesser hier durchziehen könnt. Das heißt, die guckt dann hier raus und das Messer ist verschwunden. Oh, Moment. So, was haben wir noch bekommen? Oder was wir schon länger da haben bei uns, sind die Old Beers. Wir hatten sie immer an den Größen M und L. Wir haben sie jetzt neu in den Größen XL und S. Das heißt, jetzt haben wir sie in allen Größen hier. Da. So, wie sieht das Old Beer aus? Old Beer gibt es noch Kontrolleure und Losnummern, sag ich mal. Ein kleines Zettelchen ist dabei. Da steht auch drin, dass das Holz geölt ist und andere nützliche Informationen. Die Griffe sind aus Walnussholz. So, das jetzt zum Größenvergleich. XL und S. Dann haben wir hier noch das Large und das Medium. Verpackung sieht immer gleich aus. Kennt es halt hier nur. Oh, Olive, das habe ich schon gespoilert. Ihr erkennt es hier an den, an den Größen und auf der Stirnseite. Und das ist auch einer der Unterschiede zu Otrinell-Messern. Die haben halt eine Verpackung. Die Klassiker. Genau. Ich klappe sie nochmal aus, ne? Damit ihr die Größe nochmal besser seht. So. Jetzt kommen wir in meine Größenordnung. Das M. Und das S natürlich auch. Super. Mag ich es. Ja. Ja. Schöne Messer. Und jetzt kommt noch der Clou. Ganz neu bei uns. Ganz neu bei uns. Schaut mal. Die Maserung vom Olive. Also es ist Walnuss fässt sich ein bisschen rauer an. Olive ist stärker, ich sag mal, poliert. Ist ein Handschmeichler. Ja. Wunderschön. Wäre Größe L. Vergleich mal. Schönes Bild, oder? Schöne Familie. Super. Ja, ich denke, in Olive wird es nicht das letzte sein, das wir hier haben. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie euch das Olive gefällt oder ob Walnuss euer Favorit ist. So, was haben wir noch bekommen? So, dann haben wir hier bekommen, was für unsere Rasierabteilung. So, das ist ein Ständer für ein Rasiermesser. Schön hier auch mit der kleinen Einbuchtung, dass man das auch wirklich, dass es halt nicht so leicht umfällt. Und hier für den Pinsel. Dazu muss ich sagen, müsstet mal gucken, nicht jeder Pinsel passt hier rein. Ne? Das ist echt so ein bisschen tricky. Für die Bökerpinsel natürlich sehr passend. Aber ich meine, da passen auch nicht alle rein. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video dazu und hänge da jeden Pinsel rein, den wir haben. Ja. Gibt es jetzt auch neu bei uns. Wir haben den nur mehrfach auf Kundenbestellungen verkauft. Und jetzt haben wir ihn aber standardmäßig im Programm. Ja. Was haben wir noch? Moment. Also Männers. Ne? Ich finde ja auch, Rasierseifen sollten auch für Frauen herausgebracht werden. Also dieses, zumindest der Duft,
Sammelholz. Also ich würde den auch benutzen als Duschgel. Ja, Carrizo Ando. Etwas größerer Karton. Vielleicht wisst ihr schon, was kommt. Tada! Das kleine Äxtchen. Ja, da. Ja, dabei immer eine kleine Feile, um es zu schärfen. Kleines Heftchen. Faltkarte-Heftchen. In 1, 2, 3, 4 Sprachen. Genau. So. Ja. Mal schön aus den Rentierknochen, Rentierfell. Und Braunäut müsste ich liegen, Schilder. Nicht ganz auf dem Zettel. Ich glaube, Maserbirke ist das. Ne? Bei den hellen ist es Maserbirke, ich glaube, bei den dunklen auch. So, auch hier wieder, die meisten Sachen sind noch nicht im Shop. Das holen wir nach und nach. Kommen die Sachen rein. Bei uns im Laden gibt es sie jetzt schon. Kommt gerne mal vorbei. Wir freuen uns auf euch. Und hier nochmal. Macht's gut, ihr Lieben.